Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3 hier mit eurem Spooky VF in Anor Londo. Und da wollten wir ja mal noch kurz ausprobieren, ob das mit dem Parry besser klappt. Gegen die Gegner auch mit dem Schild. Mal gucken, welches Schild wir da holen. Welches hat einen Parry? Ah ja, genau, das hier kann parieren. Das hier kann parieren. Das Drachenwappenschild hat auch eine größere Toleranz gegen Magie. Und noch weniger Gewicht als das. So, komm, dann holen wir das. Und probieren es einfach mal aus. Ach so, hier unten könnte man mal das hier rausholen. Das brauchen wir nicht da drin. Und da gucken wir mal, ob wir hier auch parieren können. Ich bin gespannt. Ja, geht doch. Wunderbar. Herrlich. So, und das seht ihr schon. Easy peasy. Oh. Den Blitzattacken immer ausweichen am besten. Ah. Obwohl das man kann die auch parieren, aber. Ah. Ah, hier ist es. Ja, hier komme ich mit dem Uchi Katana besser klar gegen den. Nein! Oh, fuck you, ey. Hier finde ich das Timing noch nicht. Ah, geht doch. Oh Mann! Macht er den Special Move aber nicht. Naja, egal. Schreddern wir ihn so. Und ja, hier kriegen wir auch den Silberritterhelm. Und hier können wir auch Beweise der Eintracht farmen. Die verlieren die nämlich auch. Aber äußerst selten bis jetzt. Ständig kleine Titanitscherben. Die wir auch verkaufen können später. Geht doch. Wer sagt's denn? Und das sieht das Ganze mit so einem Parry, sieht es dann doch schon besser aus, ne, als eben, finde ich, kann man haben. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit, was ziehen wir denn aus? Ja, den hier, und den tauschen wir jetzt mal gegen den Schlangenring. Das Schild des Verlangens haben wir ja noch nicht, aber mit dem könnten wir auch nicht parieren, das ist das andere Problem. Tsuchi Katana können wir das tragen. Dann könnte ich mal auch noch zeigen, wie man mit dem pariert. Haben wir das überhaupt dabei? Ne, das haben wir nicht im Inventar. Okay. Aber das könnt ihr im Video sehen. Ich habe da ein Video Kill with Skill Nummer 3. Da machen wir hier Special Parry gegen die Silberritter mit dem Tsuchi Katana. Und das geht ganz gut. Das geht besser als mit dem Schild. Vor allem gegen diesen zweiten Ritter. Gegen die anderen hat es ja jetzt gut geklappt. Ah, ja. Aber auch nicht immer. Aua, aua, aua. Hör auf mit der Scheiße. Wir müssen auch aufpassen, der andere kommt mit der Zeit auch. Ah. Fuck you. Machen wir es mit Backstab. Bei dem geht's ja. Muss ja nicht unbedingt zwingend parieren. Ja. Oh oh. Jetzt wird's heftig. Einen Estus zünden. Noch einen Estus. Gucken, dass wir zuerst irgendwie den einen bekommen. Machen. Alter! Die haben sich gerade gegenseitig getroffen. Oh Mann. Sind das hier ein Katz-und-Maus-Spiel? Aber wenn der Parry am Anfang nicht klappt, dann kriegt man echt Probleme. Oh! Und der mit seinem Blitzkacke, der zieht dann immer noch durch. Durch die Deckung. Das hier ist eine scheiß Situation, liebe Freunde. Weil zwei auf einmal gegen. Jawohl! Jawohl! Sehr schön. Meisterhaft gemeistert. Oh, schon wieder nicht den Parry-Move danach gemacht. Naja, egal. Wir können ihn aber dann trotzdem komplett schrotten mit der Keule. Dafür haben wir genug Ausdauer. Finde ich nice. Also, der Parry an sich klappt gegen den. Das finde ich cool. Ja.
finde ich echt nice. Und der Rest, den müssen wir eben noch ein bisschen... Ah. Rausfinden. Ach. Warum klappt das nicht? Nein, das war nix. Oh. Ja, so langsam werde ich aber madig hier. Komm, mach. Was ist denn? Oh. Krieg's nicht hin. Oh, der war gut. Komm, mach deine Attacke. Ich will Parry. Parry machen. Alter, warum? Ja, danke. Danke. Okay. So viel dazu. Naja, ein Versuch war es mal wert. Wir lassen das jetzt auch. Mit dem Uchi-Katana klappt es ehrlich gesagt besser. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mit dem besser parieren als mit dem Schild. Irgendjemand hat unter den Videos geschrieben, dass man mit dem Uchi-Katana nicht so schnell parieren kann. Im PvP wäre es der Tipp wäre dumm, weil man mit dem Uchi-Katana im PvP nicht so schnell parieren kann wie mit dem Schild. Und dann dort sowieso losen würde. Erstmal ging es mir gar nicht ums PvP und zweitens kann man mit dem Uchi-Katana schneller parieren als mit dem Schild. Und deswegen ist es auch leichter. Von daher kann man es schon mit Übung im PvP anwenden, auch, denke ich mal. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber sicherlich noch machen. Weil ich nämlich nicht gerne Thesen aufstelle, die ich nicht beweisen kann. Es ist nur eine Vermutung, dass es gehen würde. So, bleiben wir bei den Backsteps hier. Die gehen ja auch. Arschgeige. Das können wir nämlich auch machen. Baggy Backstab. Vor allem, wie gesagt, hier. Und die Seelen würden sich nicht wirklich lohnen. Also finde ich schon. Das hat er nämlich auch noch dabei geschrieben. Weil wenn man hier hinkommt recht früh, dann sind das verdammt viele Seelen, die man in schneller Zeit bekommt. Und auch eigentlich auf recht simple Art und Weise. Und außerdem bekommt man eben auch noch diese kleinen Titanitscherben. Große teilweise und Beweis der Eintracht. Also ist es schon... eigentlich nicht verkehrt hier zu farmen. Und die kleinen Titanitscherben kann man irgendwann auch verkaufen. Die bringen auch jeweils 100 Seelen. Und ja, weil man hier immer zwei bekommt, das heißt, wir bekommen 6 Stück. Das heißt, wir haben irgendwann so viele zusammen, da könnten wir alle Waffen auftunen und haben trotzdem noch über, wenn man das ein paar Mal macht hier. Und ich denke, das lohnt sich im Endeffekt schon. Gerade wenn man hier direkt hingeht. Nicht so wie wir. Wir sind jetzt erst hingegangen, nachdem wir ja, unten das Verlies, den Kerker gemacht haben. Man kann ja auch schon vorher hier hin, sobald man Pontifex besiegt hat. Und die Ritter bleiben trotzdem gleich schwer, gleich leicht. Das wäre jetzt was gewesen. Das hätte ich nämlich selber noch nicht entdeckt. Aber das müssen wir auf der anderen Seite auch probieren. Weil wer weiß, wer weiß. Das ist Dark Souls. Wir sind immer für eine Überraschung gut. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen anders aus. Ja, das ist aber auch nichts. Okay. Ja, dann ziehen wir weiter. Wir gehen jetzt weiter nach vorne. Legen zumindest mal den Weg zum Boss. Versuchen mal freizulegen. Und dazu gehen wir hier durch. Und da haben wir einen gefallenen Riesen. Und ich glaube, der hat eine Kohle. Ja, genau. Eine Kohle war es. Richtig. Da haben wir wieder was für den Schmied. Dass der wieder besser unsere Saffen, unsere Waffen durchwirken kann. Wenn er Bock drauf hat. Ach so. Schild und Ring wechseln. Hier nochmal Flintsring. Und nochmal unser Kathedrale-Ritter-Großschild. Weil es mir sehr gut gefällt. Und an sich auch recht gut ist. Deswegen nutze ich das auch. So. Da wären wir in der Kathedrale, die wir schon kennen. mit ein paar freundlichen Nebenwirkungen in Erinnerung haben. Denn dort hinten hinter dem Nebeltor, das man von hier sehen kann. Ja, es hat so durchgeblitzt kurz. Ein Grafikbug oder so. Dort hinten dran erwartet uns nämlich, da ist es, Ornstein und Smooth. Smooth und Ornstein. Smooth no. Orn Smooth. Oder na, wie war die Abkürzung nochmal? Ich weiß nicht. Ah, hier in der...
Dieser Seite ist nichts. Ah, doch, hier. Genau, hier haben wir was. Mondlichtpfeile. 6 Stück. Ja. Yeah. Wow. Und jetzt gucken wir, dass wir zuerst die Pyro-Hannes hier wegbekommen, bevor wir irgendwas anderes machen. Weil die nerven können. Und vielleicht in dieser Folge dann auch noch den nächsten Boss besuchen gehen. Besiegen. Wäre ganz geil. Müssen wir ausprobieren. Vielleicht auch noch vorher in den Feuerbahnschrein zurück, dass wir nicht gerade unbedingt mit 50.000 Seelen bei dem reinmarschieren. Könnten schon, boah, bis zu 60.000 werden. Alter! Ihr Pimmelfratzen. Nur weil er rote Augen hat, braucht er hier nicht den Molly zu machen. Hau jetzt ab. Fettsack! Boah, frisst der, ey. Hatte ich mit Muji Katana schneller tot. Hier haben wir nochmal einen Beweis der Eintracht. Können wir beim Eid wieder abgeben, um ihn zu vertiefen. Menschlicher Abschaum haben wir auch. Komm, hauen wir uns eine Glut rein. Rein theoretisch sollte uns jetzt nichts mehr passieren. Also nicht mal nicht sterben, meine ich damit. Wenn wir ein bisschen Acht geben auf uns. Hier sind wieder unsere Lieblingsgegner. Also scheiß Krüppel. Boah. Ey, Dickmann. Mann, ist der Dickmann. Das Geile ist, dass wir den mit den Keule laufend wegboxen. Der fliegt so richtig geil. Oh. Ey, warum lebt denn der noch? Ui, wir waren schneller. Schneller. Schneller als der Schall. So, jetzt haben wir hier gleich einen kleinen Kumpel. Den machen wir auf andere Art kaputt. Sehe ich den von hier? Nee. Normal schon. Warte, dann holen wir aber mal hier, anstatt die Holzpfeile, holen wir jetzt einfach mal die Feuerpfeile rein. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon Schattenpfeile. Warum sehe ich den nicht? Ist der nicht da? Hier ist nochmal so ein... Der! Genau der! Den habe ich gesucht. Ich habe dich gesucht und dich gefunden. Gucken wir mal. Oh! Scheiße! Scheiße! So war das nicht gedacht. Hey! Alle Mann rüber! Oh! Jetzt habe ich die ganzen Scheißdinger hier im Ziel. Ey. Die will ich auch gar nicht fokussieren. Alter! Hoffentlich fetzt er die. Ja, wir fallen dann automatisch mit runter. Das ist scheiße. Oh, das will ich nämlich nicht. Oh Mann. Jetzt haben wir hier ein Problem. So viel dazu zu dem Nichtsterben. Oh. Mann! Oh. Fuck it, ey. Ja, gegen die bringt das auch nichts. So, jetzt ist es eh aufgebraucht. Dann machen wir das jetzt mit Pfeil und Bogen. Das ist wahrscheinlich die bessere Art. Hi. Wie er da angeflogen kommt. Müssen wir auch übrigens demnächst mal ein paar Pfeile kaufen, dass wir einfach mehr im Sortiment haben. Ja, der große Pfeil macht mehr Schaden als der Feuerpfeil, oder? Ist das richtig erkannt? Oh, hör doch auf zu springen, Mann. Ja, macht er. Okay. Alter! Wenn du noch mehr ausweichst, dann kriege ich dich gar nicht dauernd mit den Pfeilen. Jetzt sollte es aber auch gut sein. Noch einen Pfeil geben wir ihm. Und dann geben wir ihm einen Jump Attack. Dann sollte er ja Geschichte sein. Komm, laden wir noch einmal die Energie auf. Jawohl. Herrlich. Rubin von Aldrich. Ja. Naja, Ring. Wunderbar. Ist nicht schlecht. Ich glaube, der lädt mit der Zeit die Energie auf. Was haben wir hier? Haben wir hier noch eine... Ist das eine Mimik? Komm, wir ziehen einfach eine Estus vorher. Ich weiß nicht. Ich kann die Kette nicht erkennen. Nee, ist keine Mimik.
Das ist eine Estus-Scherbe. Oh, herrlich. Freut mich. Damit können wir was anfangen. Und jetzt machen wir hier das gottverdammte Tor auf und damit den Shortcut. Der uns dann hier direkt zum Boss führt quasi. Dort oben wartet er auf uns. Und da gehen wir diese Folge auf jeden Fall noch hin. Wenn ich gerade so die Zeit im Auge behalte, packen wir das auf jeden Fall. Wir gehen zuerst zurück in den Feuerbandschrein und kaufen uns Material. Dazu werde ich auch mal noch ein paar Seelen opfern. Wir haben ja wieder welche. Hier eine 10.000er ist immer nice. Dann haben wir hier nochmal, das sind die 8.000er, glaube ich. Da ist natürlich auch nice. Ja, genau. Ach, cool. Da geht es wieder ein paar Level auf. Den Rest behalten wir einfach mal, bis er sich summiert. Und dann reisen wir hier an den Feuerbandschrein. Dann können wir noch die Asche abgeben und die Kohle an den Schmied. Und die Estus-Scherbe eben nochmal einwerfen. So, als erstes hier hin. Zum Aufstieg. Wir heilen nicht das dunkle Siegel, denn ich will wissen, was passiert dadurch. Oh, drei Level. Dann sind wir nicht mehr weit entfernt. Dann haben wir das erreicht und dann geht es nochmal auf Stärke und mal ein bisschen Vitalität und so ein Kram. Können wir auch mal machen. Aber zuerst will ich unbedingt das Blitzschwert wirken können. Blitzwaffe. Dieb ist immer noch nicht da. Nee. Okay. Bin gespannt, wann der zurückkommt. Estus-Flakon und verstärken. Ja. Kohle hergeben. Genau. My. The coal of that peaceable giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger right now. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Das Geile ist, der kann doch gar keine Waffen schmieden. Also der macht uns ja eigentlich keine Waffen. Der macht uns ja nur verstärken und durchwirken. Ne? Selber herstellen kann er ja keine. Ah, Funkeltitanit brauchen wir für den Drachentöter Großbogen. So, jetzt können wir hier mit kleinen Titanitscherben mal wieder hier und die aufwerten, dass unser Wunderding da nochmal besser ist. Große Titanitscherben können wir auch dafür verwenden. Weil für alles andere, was wir spielen, brauchen wir eigentlich ja schon Titanitbrocken. Unser Schild hätten wir noch aufwerten können. Egal. Egal, egal, egal. Aber hier können wir nichts machen. Titanitbrocken kommen auch bald vor. Da freue ich mich schon drauf. Offscreen werde ich ein paar Sachen mal weglegen, dass wir da die Orientierung behalten. So, dann geben wir noch die gelbliche Asche ab. Die Asche eines Ödländers. Ja, wenn das so eine feine Asche ist, dann hast du aber wenig zu erzählen dafür. Okay. Ach, guck mal, wie viel Glut wir jetzt hier kaufen könnten noch. Auch nett. Und das Sortiment ist ja schon ein bisschen höher. Moosfrucht, oh. Erhöht vorübergehend sämtliche Resistenzen. Interessant, interessant. Da holen wir uns einen Pack mit. Und den Rest investieren wir in Feuerpfeile. Ah, jetzt haben wir auch Finsternispfeile. Das sind jetzt auch da. Okay. Genau, die hatte ich nämlich schon. Mit denen habe ich nämlich das Mistvieh abgeschossen. So, und dann würde ich sagen, dann gehen wir zu Aldrich, liebe Freunde. Besuchen wir den doch mal. Den Boss in Anor Londo.
Mal gucken, ob wir das packen. Beim First Try. Er ist eigentlich nicht so schwer, der kann nur ein bisschen nerven. Das ist aber irgendwie nichts Neues bei Gegnern. Das können sie alle. Irgendwas wollte ich noch mal. Ah, ich wollte hier die Moosfrucht noch ausrüsten. Oh, die haben wir gleich zweimal. Denn vorübergehend alle Resistenzen zu stärken, ist vielleicht gar nicht verkehrt gegen den. Schön ins Leere gepuncht. Ah, du nicht. War ja klar. Verfluchter Penner. So. Und ich bin gespannt, wie das jetzt mit der Keule läuft. Oh, ich glaube, mein Uchi-Katana war schon weiter zu dem Zeitpunkt. Jetzt werde ich aber hier von allem Scheiß getroffen, auch noch davor. Das gibt's doch gar nicht. Normalerweise schaffe ich es hier durch, ohne getroffen zu werden. Sieh mal direkt mal einen Estus. Das war auch möglicherweise den vollen Schaden machen. So, jetzt kommen hier die ganze Magie-Kacke. Oh, der macht jetzt schon seinen Pfeilscheiß. So, dann hauen wir ihn direkt mal um. Oh. Oh, der ging aber schnell. Schnell weg hier, schnell abgehauen. Zieh mal die Moosfrucht jetzt mal. Haut er wieder ab. Damage machen wir schon mal ganz gut. Ist nur aufpassen. Wie gesagt, wenn er diese scheiß Pfeilattacke macht, die ist widerwärtig. Wenn wir direkt nah an ihm dran sind, ist immer gut, weil dann kann er nämlich kaum was machen. Weil wenn wir ihn treffen, dann sackt er so ab. Deswegen ist es immer gut, wenn wir direkt press an ihm sind. Jetzt macht er hier aber Feuer um sich rum. Also ist nicht so gut, direkt press dran zu sein. Ich habe ihn nicht im Auge. Ah. Oh! Haben uns getroffen. Der Schlingel. Jetzt haut er wieder ab schon. Er hinterlässt uns dieses Abschiedgeschenk von diesen Scheißdingern. Weichen wir aus. Er haut schon wieder ab. Alter, was ist los mit dir? Abhauer. Habe ich nicht getroffen. Jawohl. Sauernd. Haut er wieder ab. Und hinterlässt uns jetzt ständig diese Abschiedsgeschenke. Jetzt macht er den Bogen. Ah, konnten wir nicht. Habe ich einen Tipp bekommen, da soll man lieber weglaufen als ausweichen. Und das passt auch. Das stimmt wohl. Es klappt nämlich besser. Er trifft trotzdem. Arschgeige. Weil wir ihn dann aus dem Auge verloren hatten, leider. Oh! Ey, auf mit dem Mist. Ja, jetzt versuchen wir nochmal an ihn ranzukommen. Ah, ja, war klar. Wenn sein Schwertschwung vorbeigeht, ist immer gut. Dann können wir schön auf ihn einprügeln. So, noch einmal Estus ziehen. Oh. Kommt er wieder? Ja, war klar, dass er wieder Pfeil und Bogen scheiße macht. Rennen wir mal wieder. Boah. Ja! Boah, fuck it! War das knapp? Boah, mit seinem Riesen-Magic-Scheiße. Da hätten wir ihn jetzt gehabt, wenn wir vorbeigesprungen wären. Trifft der doch wirklich mit der Scheiße da noch. Mann. Ja, diesmal hat er wirklich komische Attacken gemacht. Wir versuchen es aber noch einmal. Dann ist die Folge zu Ende. Ach, Mann. Das war Mist. Blöd.
Weil wir vorher zweimal getroffen worden sind und zwei Estus verbraucht haben. Das war eigentlich das Übel. Hätten wir die zwei Estus noch gehabt, wäre das kein Thema gewesen. Hätten wir ihn locker gepackt. Ja, manchmal sind halt die vorangegangenen Ereignisse dann schon die den Unterschied machen. Ein Schild brauchen wir gegen den eigentlich nicht. Wir können mal probieren, die Keule in zwei Hände zu holen. Dann machen wir wieder ein bisschen mehr Schaden. Weil das Schild nutze ich gar nicht gegen den. Das könnten wir eigentlich komplett. Wisst ihr was? Provokation, Alter. Jetzt ohne Schild. Am besten ohne Kleider. Boah, Arschgeige. Ja, hier die Penner, die nerven natürlich. Warum müssen die mich jetzt schon treffen? So, Provokation. Boss-Provokation. Bitch. One, Bitch, two, Bitch, three, four, five. Guck her. Oh, er hat er dann schon fast tot. Boah, Mann. Aber wir haben ihm schon mal direkt auf die Schnauze gehauen und gezeigt, dass wir da sind und nicht mit ihm spielen wollen. Jetzt kommen wieder seine doofen Pfeile. Ich hasse die Dinger. Diese scheiß Attacke wie die Pest. Oh, sehr schön. Komm da runter. Ah, Mist, nicht mehr getroffen. Jetzt kommt er schon mit Feuer, glaube ich, ja. Ah, ich hasse diesen Mist. Ohne Ende. Ah, und diesen auch. Mastercaster oder was? Box dir deinen Arsch ein. Pimmel. Pimmelarsch und Zwirn! Außer dann, hier. Ach, Bogen. Bogenfuzzi! Ja, das ist das nämlich. Da kommt immer diese dumme Drecksattacke noch mit. Wenn man wegläuft. Deswegen weiche ich dort immer aus, sonst trifft mir der Scheiße beim Laufen. Alter, hör doch mal auf mit deinem Gecaste, Mann. Och ja, und schon. Ey, heute ist aber wild. So, komm jetzt runter da. Gut, jetzt beamt er sich wieder weg. Tötet uns fast dabei. Weil er uns doch noch getroffen hat. Oh, Heiliger! Das ist nicht wahr. Schon wieder. Alter, so oft macht er den Scheiß nochmal nie. Wir müssen gucken, dass wir dann immer auf ihn zulaufen. Jawohl. Jawohl! Och, zu Tode gesteckert, mein Freund! Du Penner! Ja, ohne Schild! Fürstenasche, Seele von Aldrich, liebe Freunde. Und wir müssen einen kurzen Clip genießen. Ja, denn jetzt werden wir automatisch vor die Tür des der Feuertänzerin, der Tänzerin des Nordmintals so geportet. Und da erwartet uns dann quasi direkt der nächste Boss. Aber bevor wir das machen,
rennen wir runter ins Leuchtfeuer von Ward, dem ersten Boss quasi. Und ja. Ach ne, wir sind direkt sogar in dem Raum hier drin. Fürsten Asche und Seele von Aldrich, denn wir können ja hier mit der Alten reden. Wenn wir die töten, können wir nämlich den Boss schon viel früher triggern. Und dann kommen wir da oben an die Leiter ran. Aber das wollen wir jetzt einfach noch gar nicht. Und ich will auch nicht mit der reden, nicht, dass die sich jetzt direkt verwandelt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Schild wäre jetzt wieder angebracht. Natürlich, wir haben ja alle Zeit der Welt. Hier stehen ein paar Ritter vor uns. Ah, okay, geht doch. Alter, jetzt habe ich das scheiß Menü nicht rausgelassen. Oder machen wir das nämlich noch schnell, machen wir die noch schnell weg. Oh, Schild des Lotric Riders haben wir dann auch noch gerade bekommen. Holen wir da oben den auch noch mit. Warum nicht? Der kann auch Clue droppen und so. Und ist jetzt auch easy going mittlerweile. Oder sollte es sein. Mit unserem Großschild vor allem. Alter, mach doch mal was. Sonst bist du immer so aggro. Ah, ja, danke. Komm. Ah, danke. Oh Mann, ey, du nervst mich dort hinten gerade. Jetzt komm her und mach mal was. Dass ich schreddern kann. So, tschüss. Schild des Lotterrückers, das ist Wahnsinn. Wenn ich noch einmal das Schild des Lotterrückers jetzt kriege, dann ziehe ich es auch an. Ekelhaft, was ihr hier veranstaltet heute. So, Two-Hit, wow. Läuft ja schon. Langspeer des Lotterrückers, oh, das ist doch mal was Schönes. Oh, was anderes. Gewaltangriff. So, geh weg da. Scheiß auf dein Schild, weg. Bam. Einfach mal in das Schild reintreten. Dann auf dich eintreten. Und jetzt hängen wir uns nämlich kurz an das Leuchtfeuer. Und ja, an dieser Stelle würde ich auch sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. War jetzt ein bisschen Überlänge. Wegen dem Bosskampf und wegen dem Clip vor allem. Und weil wir jetzt einfach mitten im Feld gestanden haben, da wollte ich nicht die Folge beenden. Da sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 3 und eurem Spooky4F. Jede Folge ein Boss oder was? Bye, bye, bye.